Hallo und herzlich willkommen zurück bei FIFA 18. Wir sind immer noch im Torwarttraining sozusagen. Und ich spiele jetzt hier bei der C-Challenge nicht mehr weiter. Ich finde, da wäre man nicht besser, es bringt nichts. Und deshalb gehen wir jetzt direkt in die Torwart-Challenge. Ich bezweifle zwar, dass wir da eine Ansatzweise gut sind, aber wer weiß das schon. Also, lasse keine Gegentore zu. Das ist doch mal einfach. Und ja, natürlich... Ich glaub's auch. Ja, das spielen wir nicht lang. Nee, wirklich nicht. Ich find's auch toll, dass ich einen Verteidiger hab, der nichts tut. Yay, ich habe ihn gehalten. Wir haben wohlgemerkt immer noch die schlechten... die Nordiren, Bohemian FC Mannschaftsleute als Gegner. Aber das ändert überhaupt nichts daran, dass das einfach nicht machbar ist. Also ein paar Punkte kriegen wir schon, aber das hat nichts mit Skill zu tun. Das ist halt einfach Glück. Ich habe jetzt auch in die Richtung gedrückt. Er hat es nicht gemacht. Super. Und dann haben wir immer noch diese Bälle, die so schlecht geschossen sind, dass ich nicht drankomme. Also vielleicht irgendwas Besseres als die schlechteste Wertung wäre toll, aber ich bezweifle es ehrlich gesagt. Yeah, mehr Einsatz. Wir sind schon bei E. Oh Gott, bin mit D schon zufrieden. Oh. Das wird mir schlecht bei der Kameraführung. Yay, Punkte. Hey C, Wahnsinn. Das war easy. B. Komm noch ein. Keine Chance. Okay, wenigstens ist es fair bewertet. Ja, B ist. Wir haben nicht viel gehalten. Komm, machen wir nochmal, weil es so lustig ist. Das gab gleich zweimal Punkte. Auch geil. Also ich finde, wenn die vorbeischießen, soll es einfach nicht zählen. Dann soll es nicht als Versuch zählen, weil dann kann ich nichts machen. Oder Latte. Oh, freue ich mich drauf, wenn wir in der letzten Kategorie sind. Jetzt ist er nicht in die Richtung gesprungen, wo ich wollte. Was soll ich denn da machen? Ich wusste nicht mal, dass da ein Spieler steht. Ehrlich. So eine Grütze. Ah! Das war blöd von mir. Vor allem, wenn dann die Kamera dreht, dann kann ich halt auch nicht einfach gerade rauslaufen. Ich laufe immer in so einen Bogen. Ich weiß einfach, wenn ich eine normale Kamera bekommen würde. Das würde mir wahrscheinlich viel mehr helfen. Ey, wie soll ich den Ball halten, wenn der meilenweit daneben schießt? So, einen muss ich noch halten, dann haben wir vielleicht eine A-Wertung. Ja, oder er schießt vorbei und ich habe keine Chance, auf den Ball zu halten. Uah. Okay, einmal probieren wir es noch. Also, ich sage jetzt mal blöd gesagt, den ersten will ich halten. Nichts ist. Jetzt wirft er sich nicht mal hin, mein Torwart. Sehr schön. Ja. Kann der mal aufhören, den Ball abzufälschen? Ich dachte, der spielt auf meiner Seite. Aber gut. Der ist aber noch drin. Jetzt habe ich ihn gehalten und dann läuft das Spiel weiter, warum auch immer, weil sonst hört es ja auch auf und dann kriege ich Minuspunkte, weil danach ist der Ball drin. Haha. Oh, das läuft aber gerade relativ gut.
Jetzt läuft es nicht weiter. Krutzen. Ups. So, irgendwie einen noch halten oder so. Ach, da hinten steht wieder einer. Ja, natürlich. Den man nicht sieht. Großartig. Hilft mir. Hilft mir enorm. Haha. Wir sind bei exzellent. Oh Gott, aber wenn wir Gegentore kriegen, kriegen wir Minuspunkte. Nein, das wird wieder weniger. Ja, das wird weniger. Oh Gott. Ach, scheiße. Ich muss noch einen halten. Ich muss noch einen halten, das wird immer weniger Punkte. Das ist schrecklich. Ah, yes. Jetzt ist es mir wurscht. So viele Punkte ziehen sie mir nicht mehr ab. Ja. Alles egal. So, einen Schuss hat er noch. Ja, haben wir noch einen. Exzellent! Wuhu! Gottes Willen. Weg, weg aus dieser Kategorie. Also. Hier haben wir uns relativ schwer getan. Das lief hier noch ganz gut in der ersten Kategorie Abwehr. AAAA. Hier haben wir uns mit den beiden sehr schwer getan und bei Torwart ebenfalls einmal, aber ganz im Ernst. Ich freue mich, dass wir jetzt bei Schuss sind. Da gibt es vier Kategorien. Ich freue mich vor allem aufs Elfmeterschießen am Ende. genau, Schuss also und wir spielen erstmal Schuss Bronze. Erziele möglichst viele Tore gegen den Torhüter. Okay. Klingt ja easy. Ja, und ich... Wuppa! What? Warum geht denn dieser Pfeil so schnell hoch? Das ist ja Wahnsinn. Aha. Ich wollte gerade diesen angeschnittenen Schuss machen, den sie mir vorschlagen, aber irgendwie... finde ich den blöd. So. Ohne den geht es nämlich irgendwie einfacher. Also ich drücke jetzt L2 und Schuss. Ich weiß zwar nicht, was das genau für ein Schuss ist, aber es funktioniert. Ja, ich habe jetzt natürlich am Anfang ein paar versemmelt. Das ist mir bewusst leider. Und zum Glück, wir spielen jetzt nicht gegen Bürki von Dortmund, weil wir haben immer noch unsere irische Mannschaft eingestellt. Am Ende vom letzten Teil, glaube ich. So, probieren wir nochmal, weil jetzt weiß ich ja, dass ich nicht den angeschnittenen Schuss nehmen möchte. Ja, also mit Lewandowski gegen so einen No-Name-Keeper ist das natürlich ganz angenehm, muss man zugeben. Auch wenn der ab und zu mal einhält. Das ist dann nicht fair. Wollte ich mal lupfen, aber hätte ich besser gelassen. Da muss aber viele Tore schießen, du. Alter. Wir müssen nochmal. Ich habe zu viele daneben gesendet. Gut gemacht. Zwei Schüsse kriegen wir noch hin. Ja, den habe ich versemmelt. Da haben wir jetzt sehr viel Zeit. Und drin ist er, aber reicht nicht. Reicht leider nicht. Was ist denn die Bestmarke? 11.000. Okay. Warum nicht? Ich habe 11.000 dahin bekommen. Och, was war das denn? Kann es sein, dass je weiter ich wegschieße, desto besser. Ich teste jetzt mal Punkt aus, wenn ich weiter von weiter wegschieße, ob ich mehr Punkte kriege. Aber ich schieße kein Tor gerade. Ich glaube, diese Torhüter haben mit den Werten diese... Ja, da gibt es mehr Punkte. Glaube ich. Ja. Oh, der war fast drin. Ich finde, man sollte für Lattentreffer auch Punkte bekommen. Und zwar mehr als 200. Ich habe immerhin das Tor getroffen, sozusagen. Gut.
Dann probiere ich es mal aus der Entfernung. Ihr dürft gerne zählen, wie oft ich die Latte und so weiter treffe. Das ist der Wahnsinn. Aber nicht nur hier, also auch im normalen Spiel. Das ist das Wahnsinn, wie oft ich die Latte und Pfosten treffe. Ja gut, aber ich habe jetzt 8000 Punkte gemacht beim letzten Mal. Das heißt, ich muss nur 3 Tore mehr machen, dann habe ich die 11.000 von ihm. Gut, der Durchgang war jetzt natürlich eine Katastrophe. Naja, Katastrophe ist jetzt relativ. Ich habe immerhin... Ich hasse diese Latte. Ehrlich, kann man das Tor nicht einen Millimeter größer machen? Warum ist der doch so stark, der Torwart? Lass das. Warum treffe ich denn nicht mehr? Der war schön. Latte und Tor. Gib mir Punkte. Ist cool. Ja. 7000 Punkte mal wieder. Ah, ich glaube, ich muss passieren. So, da musste ich ganz kurz unterbrechen. Und habe jetzt einfach mal die Challenge, oh Gott, neu angefangen. Und naja, bin immer noch nicht besser beim Schießen. Aber ich fürchte, um die maximale Punktzahl zu bekommen, muss ich wirklich mehr aus der Entfernung schießen. Gefühlt kriege ich nämlich da mehr Punkte. Hier sowas, das waren natürlich 1100 Punkte. Wenn ich aus der Nähe schieße, sind es immer nur sehr 600. Dafür treffe ich natürlich auch nicht so oft. Blöd irgendwie. Wenn der doofe Torwart auch die ganze Zeit so gut hält, hilft mir das natürlich auch nicht. Ich habe schon mindestens jetzt mal die B-Wertung. Aber die hatten wir davor auch schon. Yay, dann probieren wir es nochmal. Sehr gut. Gott, das war schlecht. Das ist schlecht. Aus der Entfernung schießen hat natürlich dann auch den Vorteil, dass die Schussfrequenz höher ist. Der war schön. Der war auch schön. So über... Das ist natürlich toll, wenn man noch den Pfosten mittrifft, weil dann gibt es nochmal diese 200 Punkte für den Pfosten dazu. Aber nichts bringt, wenn ich ansonsten nicht treffe. Habt ihr gesehen, ich habe zweimal 200 Punkte bekommen. So, und wir haben eine realistische Chance. Nein! Ja. Ja, toll. Ich war auf gut gemacht, aber hab's natürlich dann die letzten beiden Schüsse ziemlich versemmelt. Dann machen wir es nochmal. Komm schon, ist erwischt. Aber den ersten will ich halt einfach treffen. Das ist. Deshalb starte ich dann immer gleich neu, weil. Sehr blöd, wenn. Der war auch schön. Der war ziemlich beschissen. Nicht mal Pfosten getroffen. Was ist denn da kaputt? Ja, das ist so eine Challenge. Auf Dauer wird man die irgendwann erreichen, ja. Die wird man dann irgendwann schaffen, aber. Ach, komm schon, warum treffe ich denn jetzt das doofe Tor nicht mehr? Bing! Es sollte echt eine Challenge geben, trifft den Pfosten so oft wie es geht. Da wäre ich gut. So, wieder mal eine B-Wertung. Aber auch nicht wirklich toll.
Also ich bin mir nicht sicher, wie diese Wertung zustande kommt. Entweder von der Entfernung oder je nachdem, wie nah ich ans Kreuzeck irgendwie ziele, wie knapp es war. Aber der war jetzt auch relativ knapp und gab nur 800 Punkte. Das war ja, der war lustig. Also das Wertungssystem verstehe ich nicht. Und irgendwie, ich muss einfach mal zwei, drei mehr reinschießen. Schaffe ich aber nicht. Okay, wir werden jetzt einfach in diesem Teil, ich glaube, wir haben noch so etwa 4 Minuten. Probieren wir das hier noch ein paar Mal aus. Was war das denn? Hast du dich auf dem... Blöd. Probieren wir es noch ein paar Mal aus. Oh, mal diese Latte. Oder der Pfosten. Wenn die ganzen Pfostentreffer einfach mal drin wären. Gar kein Problem. Der war drin. Knapp, aber war drin. Der war nicht drin. Das habe ich gemerkt. War zu lang. Und das Schlimme ist, immer so diese letzten Schüsse treffe ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich muss so 3 oder 4 mehr treffen. Und das ist doch eigentlich machbar. Eigentlich. Oh, 1111 Punkte. Sehr schön. Konzentriere mich gerade ein bisschen. Gut gemacht. Jetzt habe ich den wieder nicht getroffen, ehrlich. Und so schlapp getroffen, dass ich nicht nochmal schießen konnte. Vielleicht hat es gereicht. Gut, 3 Minuten haben wir noch in diesem Video. Oh Mann. Ach, das gibt's doch nicht. Warum treffe ich denn so oft diese Latte? Das gibt's doch überhaupt nicht. Hey, treffe ich eigentlich mehr das Tor oder den Pfosten? Hallo? Wie schaffe ich das? Ich glaube, wenn ich das will, schaffe ich es nicht. Oh, und dann haue ich ihn wieder drüber. Das ist so unnötig. Also ich versuche jetzt schon irgendwie immer ins von hier, also aus der Sicht, das obere Eck zu schießen. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass das da deutlich besser funktioniert. Zumindest meistens. Gut gemacht. Jetzt brauche ich nochmal ein paar Schüsse. Exzellent! Yay! Aber mit dem letzten Schuss hier. 8.900 Punkte. Reicht zwar nur für Platz 3 hier in der Liste, aber blub. Ist mir egal, ist mir egal. Und was war das? Bronze. Schauen wir uns noch kurz das hier an. Komm, das schauen wir uns nochmal ganz kurz an. Erziele möglichst viele Tore für Direktabnahmen und getroffene Ziele gibt es extra Punkte. Ja, sehr gut. Also mit anderen Worten, wir kriegen Flanken, genau. Und müssen diese Ziele treffen. Und, ja, wahrscheinlich. Oh, das war gut. Wacher Schuss, aber wurscht. Aber zugegebenermaßen finde ich jetzt hier fairer. Also mal ganz davon abgesehen, dass ich das Tor nicht treffe, aber da ist jetzt halt kein Torwart drin. Das heißt, guck mal, die Entfernung geht auch immer weiter weg. Merke ich jetzt erst gerade.
Es ist halt kein Torwart da. Das macht es halt irgendwie fairer, finde ich. Okay, das auf dem ersten Anhieb auf C geschafft. Wie es im zweiten Anhieb aussieht, schauen wir uns beim nächsten Mal an. Deshalb sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis ja, zum nächsten Mal. Tschüss.